Was Schöneres als die Leidenschaft für einen bestimmten Promi, einen Sportler oder eine Marke. Allerdings gibt es auch zahlreiche Fans, die mit ihrer Liebe zu diesen Dingen gewaltig zu weit gehen und sich zu Aktionen hinreißen lassen, die einen nachhaltigen Schaden bei den angebeteten Promis hinterlassen können. Monte, verpiss dich, du Hurensohn! In diesem Video präsentieren wir euch daher 10 Fans, die einfach viel zu weit gingen. Es wird also extrem interessant, deshalb bleibt dran, hier bei Wissenswert. Auf der Nummer 10 beginnen wir direkt mit einem Fan, dessen Aktion nicht nur viel zu weit ging, sondern auch heftige Konsequenzen hatte. Dieser Fan hielt nämlich über Monate hinweg eine Lüge am Leben, durch die er zunächst ein kleines Vermögen verdiente, ehe er alles verlor. Es geht dabei um den mittlerweile gelöschten Instagram-Account JetpackNYC, hinter dem sich ein junger Mann befand, der sich als Sohn des amerikanischen Rappers und Milliardärs Dr. Dre ausgab. Hey, what the fuck, kann man das einfach behaupten? Sowohl in seiner Bio als auch in zahlreichen Posts schrieb er immer wieder, dass er das Kind des berühmten Produzenten sei und dementsprechend ein Leben im puren Luxus führte. Diese Behauptungen gingen am Ende sogar so weit, dass selbst Instagram davon überzeugt war und den Account sogar offiziell verifizierte. Lol. Jetpack NYC konnte auf diese Weise über 450.000 Follower erreichen und es gab bereits einige Marken, die aufgrund seiner Reichweite Kooperationen mit ihm eingehen wollten. Als der Account irgendwann auf die 500.000 Abonnenten zuging, bekam aber auch Dr. Dre Wind von der Sache und konnte seinen Augen nicht trauen. Stell dir mal vor, Digga. This person is claiming to be a son of Dr. Dre, he's not, he's a complete fake, there is no relation. Sofort stellte er klar, dass Jetpack NYC nicht sein Sohn sei und es in der Realität keinerlei Verbindung zwischen den beiden gäbe. Für Dre war dieses Thema darüber hinaus extrem empfindlich, da er 2008 seinen echten Sohn an eine Überdosis verlor und es für ihn nun eine umso größere Frechheit war, sich als jemand auszugeben, der man gar nicht ist. Ey, wie uncool. Der Account Jetpack NYC wurde nach Dr. Dres Post umgehend gesperrt und der junge Mann hinter dem Profil verlor über Nacht alles, was er sich mit seinem Schwindel aufgebaut hatte. Als ob der nicht in den Knast gekommen ist oder so. Nächstes kommen wir zu einer Aktion, deren Ausgang sich der Fan wohl ganz anders vorgestellt hatte und die ordentlich nach hinten losging. Genauer gesagt geht es um einen Fußballfan von Juventus Turin, dessen größter Wunsch es war, ein Foto mit einem der besten Spieler der Welt zu machen, mit Cristiano Ronaldo. Ronaldo ist nämlich nicht nur für seine krassen Skills bekannt, sondern auch dafür, sehr fannah zu sein und sich sogar während der Spiele Zeit für seine Anhänger zu nehmen. Das muss ich auch sagen. Ich habe auch mal ein Foto mit Ronaldo gemacht und er hat mich währenddessen gefingert. Das fand ich sauschön. Also wirklich, Ronaldo ist sehr nah mit seinen Fans, sehr close. Nachdem er jedoch zu Juventus Turin wechselte und zum unangefochtenen Superstar in Italien wurde, reizte ein Fan diese Gutmütigkeit etwas zu sehr aus. Nach einem Spiel im Dezember 2019 stürmte dieser Fan zu Ronaldo, um unbedingt ein Foto zu machen. Dabei überraschte er den Portugiesen allerdings derartig von hinten, dass er ihm ungeschickt die Schulter runterzog, was Ronaldo extrem aufregte. Es schien sogar so, als ob sich Ronaldo bei der Aktion leicht am Nacken verletzt hätte und er kurz davor stand, richtig auszurasten. Digga, stell dir mal vor, Ronaldo haut dir eine rein. Weiter geht's mit einer Aktion, die zeigt, dass man es als Superstar teilweise sehr bereuen kann, wenn man Fans zu sehr in die eigene Komfortzone lässt. Als Taylor Swift vor einigen Jahren vor einem Merlin, du darfst ihn nicht besuchen. Konzert, nämlich wie gewohnt einige Fans in den Backstage-Bereich einlud, um sie... Ich will auch in den Backstage-Bereich eingeladen werden, holy shit. Die näher. Ich würde Taylor Swift in meinen Backstage einladen. Das klingt sau weird. Also ich will nicht, dass Taylor Swift mir irgendwas in den Arsch... Ach, komm. ...kennenzulernen, hätte sie wohl nicht gedacht, dass einer der Zuschauer diese Aktion wagte. What the fuck, Bro? Während bei diesem Vorfall die Folgen für die schamlose Aktion des Fans jedoch unklar sind, war es nicht das erste Mal, dass Fans in ungeeigneten Situationen an Taylor Swift herantraten. So kam es auf ihrer Red Tour im Jahr 2013 zu einem Zwischenfall, bei dem ein Fan ihr mitten während der Show ein kleines Geschenk gab. Zwar wurde er in diesem Fall nicht übergriffig, da die Securities jedoch sehr darauf bedacht waren, den Zuschauer möglichst schnell von Swift zu entfernen, ist davon auszugehen, dass die ganze Lage extrem angespannt war. Digga, diese Sätze sind so geschwurbelt, Mann. Ganz anders sieht die Story auf der Nummer 7 aus. Sie zeigt nämlich, dass sich Beharrlichkeit und Durchhaltevermögen gegenüber Promis auch auszahlen können. Es geht dabei um einen 14-jährigen Jungen namens Silas.
der ein Stalker ist und die ganze Zeit um das Haus von Montana Black mit einer Drohne geflogen ist. Er hat es irgendwann geschafft, an Agatha über die Dating-Plattform Tinder heranzutreten und ist nun Teil von Montana Blacks Gefolgschaft. Der zusammen mit seiner Familie in Brandenburg lebt. Ja, chillig, der hat Papa Platte auf den Sack gegangen. Silas ist dabei nicht nur extrem technikfasziniert, sondern hat auch ein großes Idol, nämlich niemand geringeren als Elon Musk. Als Musk also im Sommer 2020 höchstpersönlich nach Brandenburg reiste, um dort den Baufortschritt seiner neuen Tesla Gigafactory zu begutachten, sah Silas eine einmalige Chance gekommen. Silas flog mit der Drohne gegen den Kopf von Elon Musk, die er sich nicht nehmen lassen wollte. Schon früh morgens machte er sich auf eigene Faust auf den Weg zur Fabrik und wartete dort stundenlang auf sein Idol, ohne zu wissen, wann er überhaupt kommt. Als Musk dann nach langer Zeit endlich bei der Fabrik auftauchte, war für Silas der große Moment gekommen. Er ging auf Elon Musk zu und fragte ganz selbstbewusst, ob er nicht ein Praktikum bei Musks neuer Firma Neuralink machen könnte. Musk schien von Silas Zielstrebigkeit so beeindruckt zu sein, dass er Silas ins Gesicht, dass er nur kurz lächelte und Silas sofort die Zusage gab. In diesem Fall haben sich das Selbstvertrauen und der Mut eines Jugendlichen also ausgezahlt, um einen großen Schritt in die eigene Zukunft zu gehen. Auf der Nummer 6 kommen wir nun aber zu einer fast schon beängstigenden Aktion, die zeigt... Hey, mit den Jungs bin ich ja auch connected. Die haben mir Stories erzählt, Alter. Holy shit, Mann. Die haben mir Geschichten erzählt, Digga. Und nein, das ist nicht Simon Unge. Das ist Tom und Bill Kaulitz. Dass auch Promis massive Folgen von zu krasser Fanliebe erleiden können. Im Jahr 2010 kam es nämlich zu einem Vorfall, der die damals erfolgreichste deutsche Band zwischenzeitlich zerbrechen ließ und von dem sich zwei Mitglieder bis heute nicht richtig erholt haben. Die Rede ist von Tokyo Hotel. 2010 war die Band aus Magdeburg mit ausverkauften Touren, zahlreichen Preisen und scheinbar endlosen Plattenverkäufen auf dem Höhepunkt ihres Schaffens und wurde überall von Fans erkannt. Ja, Mann, allerdings beschränkte sich dies nicht nur auf öffentliche Auftritte, sondern irgendwann auch auf das Privatleben. Besonders betroffen waren dabei die beiden Bandleader Bill und Tom Kaulitz, die vor kurzem erzählten, dass sie sogar an ihrem Elternhaus rund um die Uhr von Fans belagert wurden. Die sind da mit Bussen hingefahren, haben die mir erzählt, Mann. Die sind mit Bussen dahin gefahren in Magdeburg und also... Einige gingen dabei sogar so weit, dass sie nachts in das Wohnhaus einbrachen, um möglichst nah an ihren Idolen zu sein. Das hatten wir auch, das war im YouTube-Haus auch einmal. Bill und Tom Kaulitz hatte das am Ende jedoch so sehr... Die Doku haben wir sogar geguckt mit denen. ...traumatisiert, dass... Wie bei Drachenlord, ja, ich weiß nicht, ob man das vergleichen kann. Sie kurzerhand nach Los Angeles flohen, um dort ihre Ruhe zu haben. Da sie nun jedoch weit weg von ihren anderen beiden Bandkollegen waren, dauerte es ganze 4 Jahre, bis Tokyo Hotel wieder ein neues Album rausbringen konnte. Viel schlimmer ist jedoch, dass sich das Leben als Musiker für Bill und Tom Kaulitz seitdem nicht mehr wie früher anfühlt und sie vermutlich ein Trauma fürs Leben haben. Die beiden geht's extrem gut, glaube ich. Auf der Nummer 5 kommen wir nun zum wohl abgefahrensten Flitzer der Welt, einem Mann namens Jimmy Jump. Während die meisten Flitzer nämlich nur für wenige Sekunden die Aufmerksamkeit von einem Millionenpublikum erhalten, ist der spanische Koch Jum Maquet, wie Jimmy Jump bürgerlich heißt, quasi der Superstar der Szene. Okay. Zwischen 2003 und 2013 war er bei über 15 großen TV-Events zu sehen und stürmte jedes Mal auf abgefahrene Weise die Bühne Das ist einfach sein Hobby, Alter. Sein Hobby ist einfach Stress machen. Beziehungsweise das Spielfeld. Sein berühmtester Auftritt war dabei wohl das WM-Finale 2010, als er kurz vor Anpfiff den WM-Pokal klauen wollte. Allerdings wurde er dabei rechtzeitig von einem Ordner gestoppt und die Trophäe blieb unberührt. Weitere krasse Aktionen waren darüber hinaus eine Bühnenstürmung beim Eurovision Song Contest oder eine kurze Unterhaltung mit Lionel Messi. Mittlerweile hat Jimmy Jump durch all seine Aktionen übrigens Schulden in Höhe von 300.000 Euro Idiot. So ein fucking Idiot und er macht das immer noch. Oh Junge, der macht
Big Minus damit, so ein fucking Idiot. Gehäuft, die er monatlich abbezahlen muss. Während sich Jimmy Jump bei seinen Aktionen jedoch meistens noch recht zivilisiert verhielt und den Superstars nicht wehtat, hat es dieser Fan in dieser Hinsicht jedoch maßlos übertrieben. Als Beyoncé 2013 nämlich ein Konzert in Brasilien spielte und dort auf einer kleinen Bühne in der Mitte des Publikums performte, kam es zu einem Zwischenfall, der für Beyoncé und ihre Familie bis heute gravierende Folgen hat. Digga, er joinkt sie einfach, what the fuck? Mitten während eines Songs wurde sie nämlich von einem Fan von der Bühne gezerrt und konnte erst durch das ruppige Eingreifen von einigen Securities befreit werden. Zwar überspielte sie den Vorfall während des Konzertes noch ziemlich cool, Wichser, im Nachhinein nahm ihr Mann Jay-Z die Aktion jedoch zum Anlass, mehrere Millionen Dollar in die Sicherheit von sich und seiner Frau zu investieren. Digga, einfach eine Knarre, ganz einfach. Seitdem fahren die beiden unter anderem nur noch in gepanzerten Wagen und werden dabei rund um die Uhr von Bodyguards bewacht. Auf der Nummer 3 kommen wir zu einer Aktion, die nicht nur viel zu weit ging, sondern tatsächlich auch ein echtes kriminelles Attentat war. Und zwar... Achtung, traurig. Da geht es um die Attacke auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund im Jahr 2017. Bei dieser furchtbaren Tat wurde der Bus des BVBs kurz vor einem Champions League-Spiel mit explosivem Material angegriffen, was dazu führte, dass sich einige Spieler schwer verletzten. Zum Glück missglückte der Angriff jedoch und es kam niemand zu lebensbedrohlichen Schäden, was jedoch nicht die böse Absicht des Täters schmälern soll. Hinter der Attacke steckte nämlich ein Mann namens Sergei W., der mit der Tat zahlreiche Menschenleben aufs Spiel setzte, nur um selber davon zu profitieren. Also 10 Fans, die zu weit gingen. Ich würde jetzt fast mal sagen, dass dieser Kerl, der versucht hat, also den Bus anzuzünden, nicht unbedingt ein Fan von Borussia Dortmund ist wahrscheinlich, oder? Also, ich weiß nicht, ob das ein Fan ist. Sergei W. hatte nämlich kurz vor dem Anschlag viel Geld auf einen fallenden Kurs der BVB-Aktie gewettet und wollte diesen Fall durch das Attentat beschleunigen. Da es zum Glück jedoch anders kam und alle Spieler überlebten, ging sein Plan nach hinten los und er muss nun eine Strafe von 14 Jahren im Gefängnis absitzen. Hat sich ja extrem gelohnt, Digga, wirklich. Auf der Nummer 2 kommen wir zu einem Trend, der einige Zeit das Internet bestimmte und bei dem man sich wirklich fragt, wie das eigentlich für den Promi selber sein muss. Es geht dabei um den jungen Justin Bieber und... Der sieht so glücklich aus, oder? Der sieht so glücklich aus. ...und zahlreiche weibliche Fans, die sich vor einigen Jahren einen Spaß daraus macht... What the fuck? What the fuck, Alter? What the fuck? Extrem anzügliche Bilder von sich und Justin Bieber Postern zu machen. Ob dies seine pubertäre Fantasie angeregt hat oder für ihn eher befremdlich war, weiß wohl nur er selbst. Kommen wir nun zur Nummer 1 und damit einem Fan, dessen Liebe wirklich grenzenlos ist. Allerdings ist er kein Fan von einem bestimmten Promi oder Sportler, sondern von einer der bekanntesten Marken der Welt, nämlich Lego. Ah, der Held der Steine. Chris Lee ist ein amerikanischer Lego-Fan, der schon seit seinem 6. Lebensjahr so gut wie jedes Set des dänischen Spielzeugherstellers sammelt. Okay, und warum geht er damit zu weit? Ach so, weil der einen Schurkenkonzern unterstützt. Mittlerweile hat er so über 5000 Sets zusammengebaut und sein gesamtes Haus ist voller seltener Lego-Baukästen. Und sein gesamtes Haus besteht aus Lego. Dank dieser überwältigenden Sammlung ist Chris Lee mittlerweile auch bei YouTube erfolgreich und präsentiert anderen Lego-Fans auf seinem Channel Duck Bricks regelmäßig News, Tutorials und Hintergrundgeschichten. Man kann wohl sagen, dass es What the fuck, Bro? kaum einen anderen Fan gibt, der für seine Leidenschaft so weit geht und so viel Geld ausgibt. Und das war's auch schon mit diesem Video und 10 Fans, die einfach viel zu weit gingen. Alles klar, sehr weirdes Video mal wieder. Danke dafür, Mann.